Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher. Wir sind immer noch im Sumpf und steuern geradewegs auf die Wyverninsel zu. Die leider ziemlich stark sind. Ja, das stimmt. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Das heißt, am besten alle einzeln töten. Und den schnellen Kampfstil. Zu Beginn etwas anzünden. Was haben wir denn hier für einen Effekt? Niederschlag. Gegner erhalten Gelegenheit, Geralt mit einem Schlag zu töten. Das klingt aber nicht sehr gut. Das wäre das, was wir denen immer geben. Den Finchen Move. Ja, wenn wir es denen geben, ist ja alles schön und gut. Mhm. Oh, Ungeheuer kämpfen gegen Ungeheuer. Das finde ich gut. Ja. Gott. Und auf den Bäumen. Lasst ab. Außer die einen. Eigentlich bin ich ja nur auf die Wyverninsel, weil da dieser Leichnam des Boten. Da kommt da was Interessantes dabei. Oh Gott. Ist soweit. Haben wir noch so einen Heiltrank? Ja. Ah, er ist abgelaufen. Hat sich eigentlich mal hergestellt. Tafelwasser war es nicht. Schwalbe. So, den haben wir jetzt nicht getrunken. Laufen wir mal ein bisschen weiter weg. Ja, die Wyvern sind verrückt. Die laufen jetzt bis Vizima hinterher. So. Ah, wieder Farbe. Ist ja immer schön, wenn da kein Bloody Screen ist, sondern die Farbe weggeht. Das stimmt, das macht es viel besser. Ja, das hat immer so einen künstlerischen Anspruch, dass Leben aus einem weggeht. Denn Farbe ist Leben, wie man im Void lernt. Ein Spiel, das unglaublich schwer ist irgendwie. Ja, es ist ja, das Gameplay ist schlecht, muss man einfach so sagen, aber wird bzw. wurde jetzt bestimmt nicht mehr im Moskauer Museum für Modern Art ausgestellt. Ich fand ja diese Typen, diese Wächter waren es, glaube ich, ne? Ja. Fand ich ja ziemlich unheimlich. Das stimmt. Aber du findest ja alles unheimlich. Ja, ich finde alles unheimlich, wo es ein bisschen dunkel ist. In der Schaufe, ja. Sagen wir, wo die anderen hinkommen. Da kommt schon an. Ah, die hatten wir auch schon mal verbunden. Die ist markiert. Ah, das war einfach. Speichern nicht vergessen. Denn das war schon ziemlich schwer. Ja, ich bin richtig ins Schwitzen gekommen. Aber ist eine andere Hausnummer als dieser trockene Toten. Was für ein Geruch. Muss vor langer Zeit gestorben sein. Ein Brief. Oh. Plus 40 Schaden, plus Bluten. Chance auf kritischen Effekt mit Waffen. Ich würde es mal mitnehmen. Wir können sie ja nicht mitnehmen. Doch, wir könnten hier. Okay, ja, das machen wir doch. Ja, mehr Pflanzen sollten eigentlich nicht mal so viele kommen. Ich glaube, es gibt nur eine Höhle. Probieren wir mal das hier. Ist das nicht ein Stahlschwert? Ja, stimmt. Hab ich vergessen. Ich habe mich schon gewundert. Ach, das Schwert macht so wenig Schaden. Nein.
Feuerzauber sollten wir auch unbedingt noch verbessern. Der gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Feuer ist immer ziemlich mächtig. Gegen alles, was lebt. Außer Feuergolems. Golems? Golems. Ich glaube, es sind Golemme. Golemme. Da auch vollkommen egal, wie die heißen. Golemi oder sowas. So. Überreste. Hundspetersil. Wir wollten die Wolfsdinger holen, ne? Ja, und den Brief abgeben. Richtig, warum haben wir das nicht gemacht? Wir haben uns gerade dazu durchschlagen. Ach so. Gehen quasi hinten rum. Kunden hier ein bisschen töten. Haben wir hier. Das kennt man oben bei uns so. Ein Wolfsamulett. In dem blauen Balken. Der sich drumherum füllt hier. Gut, dass du das nach ca. 40 Teilen jetzt mal. Ja, vorher war das nicht so wichtig. Das ist immer noch nicht viel wichtiger. Ja, aber jetzt kann ich es mal erzählen. Der Vollständigkeit halber. Oh. So schnell können wir nicht looten. Was ist da? Ach, Chokmar Obelisk. Zum Glück können wir hier durch Wasser laufen. Nicht wie Legends of Dawn. Nur dass das Wasser unser tödlicher Feind ist. Ja. Das ist wie in GTA. Zumindest in den früheren Teilen. Mittlerweile können sie ja schwimmen. Ah, von Wolf. Brauchen nur noch zwei oder drei Fälle, ne? Da können wir mal unser neues Schwert ausprobieren. Ich glaube sogar nur noch eins. Ah, die sterben trotzdem. Ob das Fell noch zu gebrauchen ist? Ja, hoffentlich. Ja. Zwei waren. Siehst du, ich weiß ja, ich bin immer auf dem Laufenden. Ah, oh, Joe Pierre. Der war da auch hier im Sumpf. Beim Fährmann. Wer war da? Joe Pierre, wo wir die Quest abgeben müssen. Was ist denn Joe Pierre? Das poppt dir immer auf, wenn die Quest aktualisiert wird. Da wurde gerade gesagt, dass wir die abgeben müssen. Ach so, ich dachte, der steht da. Nein, der steht beim Fährmann. Hab ich doch gesagt. So, jetzt suchen wir Jarren. Der ist jetzt nicht mehr hier. Der ist wahrscheinlich hier bei seinen Kollegen. Wo das Lager der Anderlinge ist. Aber wir könnten mal kurz nachgucken, wo er ist. Könnte uns im Zweifel etwas Laverei ersparen. Waldi befragen, können wir uns merken. Siehst du irgendwas mit dem Brief? Nee. Faustkampf, Kapitelzeuge, Bockfleisch. Dann lauf doch einfach hin. Ach, da müssen wir auch zu Vivaldi für den Quest. Ich fürchte auch. Das war die Quest, die wir meinten, und wir müssten noch später zu Vivaldi zurück. Wir haben den Brief noch gar nicht abgeholt. Gwynblade. Ich wollte mit ihr noch mehr sprechen. Gwynblade. Denn wir müssen ja auch das Geheimnis hinter Berengars Verschwinden aufklären. Arme Berengar. Ist ein anderer Hexer, Berengar, hier gewesen? Es war einer hier. Er fragte nach Kräutern, Ungeheuern, wie viel die Moose in der Stadt einbringen. Vielleicht wollte er sich etwas dazu verdienen. Dann verschwand er. Vielleicht traf er auf ein sehr mächtiges Ungeheuer. Danke für eure Hilfe. War feil, Gwynblade. Was auch immer sie sagt. Oh, Kundschafter des Ordens, die sind neu hier. Oh, die sind aber gefährlich nah an den Anderlingen. Oder den Druiden. Mit Siegfried haben wir da auch noch was. Ja, aber ich glaube, die Druiden respektieren sie. Aber die Anderlinge würden Probleme bekommen.
Geralt? Beim ewigen Feuer, es ist schön, euch zu sehen. Ich bin wegen der Anzeige hier. Ich bin wegen der Anzeige hier. Ich dachte mir schon, dass euch das interessieren würde. Habt ihr einen Beweis dafür, dass ihr 10 Ertrunkene erschlagen habt? Ja, hier sind ihre Zungen. Bleibt, ich muss das aufschreiben. 10 Ertrunkene. Gut, hier ist euer Gold. Sehr schön. So, jetzt fragen wir mal, was hier los ist. Level up. Ah, Geralt? Was ist passiert? Ein Echinopsdorn peinigt mich unter der Beinschiene. Ich kann nicht mehr laufen. Wir suchten nach dem Golen Totenacker. Irgendein Narr möge die ewige Flamme die Dunkelheit seines Geistes erhellen, faselte was von Stechmücken und Golems. Dann erwischte mich dieser verfluchte Dorn. Ah! Die Wunde muss versorgt werden. Keine Zeit für Banalitäten. Auf dem Golem Totenacker sind Elfen und Hafkas dabei, Handel zu treiben. Mein Befehl lautet, die Hafkas und die Eichhörnchen auf einen Schlag zu eliminieren. Wir sollten der Hydra mit einem Streich alle Köpfe abschlagen. Sieht so aus, als hätte die Hydra eine Atempause bekommen. Es war ein direkter Befehl vom Großmeister. Helft mir, ich ernenne euch zum Kommandeur meiner Einheit. Ich bin Hexer, kein Soldat. Ich glaube an euch, Geralt. Nichts geschieht ohne Grund. Das ewige Feuer hat euch Ehre und Verantwortung übertragen. Bleibt auf dem Teppich, Siegfried. Wir brauchen eure Unterstützung. Ja, das machen wir. Wir sind geborene Führungspersönlichkeit. Ja, aber wir müssen uns ja entscheiden, ob wir hier den Rittern helfen oder den Anderlingen. Ich würde den Rittern helfen. Siegfried, der macht einen ganz ordentlichen Eindruck auf mich. Ja, aber das ist immer eine ziemlich schwierige Entscheidung, die wir ja auch in Teil 2 mitnehmen und später dann in Teil 3. Ja gut, du bist also eher auf der Seite der Anderlinge. Ja, also. Dann sehen wir uns ein bisschen um. Ja, aber auf der anderen Seite hatten ja die Anderlinge auch den netten Herrn im Gasthaus erschossen. Richtig. Durch die Waffen, die wir ihnen überlassen haben am Steg. Ja, dafür müssen die jetzt sterben. Wir führen die Ritter an. Na gut. Ich führe die Ritter an. Ich danke euch. Die Elfen und die Hafkas treffen sich auf dem Golem-Totenacker. Schlagt mit aller Macht zu, voller Vertrauen. Möge das ewige Feuer euch leiten. Eure Tränke werden euch helfen. Sicher. Noch etwas. Wer sind diese Hafkas? Sie versorgen die Eichhörnchen mit Waffen. Ihr Name leitet sich von dem Elfenwort für Habgier ab. So, dann meditieren wir doch erstmal. So, jetzt ist die Quest fehlgeschlagen, den Brief zu überbringen. Ja, egal. Egal, sagt er. Dafür können wir jetzt die Ritter rumkommandieren. Haben wir hier schon alles. Okay. So, wir kämpfen jetzt gleich gegen viele Leute. Wie ist das? Eine ganz gute Idee. Schlafen bis zum Tag. Hier, Geralt, fühl mal die Ritter an. Ja, in 17 Stunden, wenn ich ausgeschlafen habe. Genau, jetzt ist die Quest auch fehlgeschlagen. Nein, natürlich nicht. Achso, wo sind denn jetzt die Ritterchen? Ah, da ist ja schon gleich der Acker und dann würde ich sagen, da gehen wir in der nächsten Folge hin. Und unsere Armee. Und unsere Klonarmee. Das sind 4 eineiige Brüder. Ja. Man weiß, wie das ist. Und wie es mit unserer Klonarmee aussieht, erfahren wir in der nächsten Folge. Tschüss.